Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monja und in diesem Video möchte ich dir unseren digitalen Planer vorstellen. Und den benutzt du mit deinem iPad in GoodNotes. Ja, so ein digitaler Planer ist eigentlich richtig praktisch, weil er es dir erlaubt, so viele Seiten, wie du magst, hinzuzufügen. Und du kannst natürlich auch all deine Sticker, deine digitalen Sticker hinzufügen und beliebig oft duplizieren. Das hat natürlich einen dicken Vorteil, denn es spart eine Menge Geld. Denn letztlich kaufst du die digitale Datei natürlich nur einmal und die kannst du dann so oft verwenden, wie du magst und auch in deinem Planer speichern und von da aus immer wieder rausholen. Aber das zeige ich dir alles im Video und ja, ganz viel Spaß dabei. Ja, hier ist er, unser ganzer Stolz. Und er war gar nicht so einfach zu erstellen und ja, hat nicht nur sehr viel Mühe gekostet, sondern auch sehr viele Nerven. Man muss nämlich alle Links einzeln setzen und das tut man in einem anderen Programm und dann importiert man das Ganze in GoodNotes. Und ich habe direkt hier vorne schon ein paar Links hinterlegt, direkt wenn du den Planer aufklappst sozusagen. Und das ist einmal der Inhalt, dann gibt es hier eine Passion Roadmap, das heißt, hier kannst du deine Ziele planen. Und das mache ich hier in 8 Schritten, habe ich genau aufgeschrieben. Du kannst das immer eintragen, du kannst auch wieder beliebig oft vervielfältigen, sodass du ja nicht nur ein Ziel, sondern mehrere planen kannst. Und wann immer du oben links auf das Herzchen klickst, bist du auch wieder vorne. Und auf der Vorderseite gibt es einen Back-Button und einen Front-Button auf der Rückseite. Ja, und natürlich diese kleinen Page-Flags, diese kleinen Flaggen, die führen dich immer wieder zu dem, ja, zu der jeweiligen Farbe, ne? Also wenn du auf Blau klickst, bist du bei der blauen Karteikarte. Wenn du auf Gold oder Rosa klickst, bist du natürlich auf der rosa Karteikarte. Ganz praktisch, die kannst du nämlich alle so verwenden, wie du es magst. So, jetzt blättere ich einmal von der Vorderseite einfach nach links und dann siehst du auch schon die Jahresübersicht. Und das Schöne ist, dass jeder einzelne Tag der Jahresübersicht verlinkt ist. Und zwar mit dem jeweiligen Tag, den du völlig frei gestalten kannst. Das heißt, egal wo ich hier hinklicke, nun, du kannst dir einen beliebigen Tag aussuchen, gehst du direkt dahin und kannst diesen dann nach deinem Gutdünken gestalten. Du kannst da verschiedene Sticker reinladen, du kannst schreiben, was immer du magst. All das ist in einem digitalen Planer überhaupt kein Problem. Du kannst einen Inhaltsbereich erstellen, den kannst du ebenfalls beliebig erweitern. Du kannst einen Indexbereich haben. Ja, alles kein Problem, ne? Dank der Tatsache, dass das Ganze digital ist. Und natürlich hat jeder Monat auch eine Monatsübersicht. Und ich habe hier schon mal angefangen, so ein bisschen zu gestalten. Im Großen und Ganzen ist der immer gleich. Und oben rechts kehrst du dann wieder zurück zur Monatsübersicht. Das ist ganz praktisch und ja, kannst du eben machen, wie du gerne möchtest. Das ist das Schöne daran, ne? Wann immer du irgendwo hingehst, kannst du dir einen Monat auswählen, klickst dahin bis auf der Monatsübersicht und dann scrollst du auch wieder dahin. Beziehungsweise du kannst auch da wieder auf jeden einzelnen Tag klicken und bist sofort wieder an der richtigen Stelle. Und hier ist unser Stickerbuch. Ja, das Stickerbuch ist besonders toll, weil das ist auch beliebig erweiterbar. Und du kannst hier ja deine Sticker auswählen, die du vorher eingeladen hast. Du kannst einladen, was immer du möchtest. Es sind nur einige Sticker, die jetzt bei uns schon da mit bei sind. Und dann malst du einfach so einen Kringel rein, klickst auf Copy, also kopierst die ganzen und packst die an einer beliebigen Stelle in deinen Planer und in einer beliebigen Größe. Das heißt, du gehst irgendwo hin, tippst da rein, sagst Paste und dann ist dein Sticker oder deine Sticker, wie in diesem Fall, auch schon da. Die kannst du beliebig vergrößern, verkleinern. Du kannst die drehen, kannst du auch später noch machen, natürlich zu jeder Zeit. Du kannst es auch wieder löschen und wieder von hinten einen neuen holen. Klickst dann einfach wieder auf Stickerbuch und dann ja, bist du wieder in deinem Stickerbuch und kannst dir neue Sticker holen. Wie gesagt, das ist beliebig erweiterbar. Du kannst auch immer weitere Seiten hinzufügen, ganz wie du magst. Du kannst die Rückseite und die Vorderseite auch noch gestalten. Auch das ist kein Problem. Und was besonders schön ist, du kannst unten wählen, was für einen Hintergrund du haben möchtest. Ob das ein Dot Grid ist oder ein kariertes Blatt oder ein liniertes Blatt oder ein komplett freies Blatt. Komplett up to you, was immer du magst. Ja, ich denke, du kannst bereits erkennen, welche Vorteile so ein digitaler Planer hat. Und das hat
er wirklich richtig viele Vorteile, weil du ihn eben so gestalten kannst und immer wieder umgestalten kannst, ganz wie du das magst. Und vor allen Dingen, du kannst ihn erweitern, das ist auch eine ganz tolle Sache. Und natürlich so gestalten, wie er zu dir passt. Also es ist wie ein Bullet Journal, du kannst ihn immer wieder anders gestalten, kannst auch alles rausschmeißen, wenn es dir nicht mehr gefällt und wieder neu gestalten, und er ist immerwährend. Heißt, du kannst ihn auch im nächsten, übernächsten und ja, in 10 Jahren noch benutzen. Also eine Investition, die du einmal machst und eigentlich für immer verwenden kannst. Ja, ich hoffe, dir hat mein Review, meine Rezension gefallen, und ich freue mich darauf, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Natürlich gibt es noch weitere Planer-Videos, dann digitale Planer-Videos, und ich zeige dir, wie du das Ganze besser noch verwenden kannst und für dich vor allen Dingen passend verwenden kannst. Thank you.